Herzlich willkommen zu den BKTV News. Wolf ist zurückgetreten. Hier ist die Rücktrittsrede. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger. Gerne habe ich die Wahl zum Bundespräsidenten angenommen und mich mit ganzer Kraft dem Amt gewidmet. Es war mir ein Herzensanliegen, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken. Alle sollen sich zugehörig fühlen, die hier bei uns in Deutschland leben, eine Ausbildung machen, studieren und arbeiten, ganz gleich, welche Wurzeln sie haben. Wir gestalten unsere Zukunft gemeinsam. Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland seine wirtschaftliche und gesellschaftliche Kraft am besten entfalten und einen guten Beitrag zur europäischen Einigung leisten kann, wenn die Integration auch nach innen gelingt. Unser Land, die Bundesrepublik Deutschland, braucht einen Präsidenten, der sich uneingeschränkt diesen und anderen nationalen sowie den gewaltigen internationalen Herausforderungen widmen kann. Einen Präsidenten, der vom Vertrauen nicht nur einer Mehrheit, sondern einer breiten Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger getragen wird. Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt, dass dieses Vertrauen und damit meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind. Aus diesem Grund wird es mir nicht mehr möglich, das Amt des Bundespräsidenten nach innen und nach außen so wahrzunehmen, wie es notwendig ist. Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge freizumachen. Bundesratspräsident Horst Seehofer wird die Vertretung übernehmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird auf der so wichtigen Gedenkveranstaltung für die Opfer rechtsextremistischer Gewalt am Donnerstag der kommenden Woche sprechen. Was die anstehende rechtliche Klärung angeht, bin ich davon überzeugt, dass sie zu einer vollständigen Entlastung führen wird. Ich habe in meinen Ämtern stets rechtlich korrekt mich verhalten. Ich habe Fehler gemacht, aber ich war immer aufrichtig. Die Berichterstattungen, die wir in den vergangenen 2 Monaten erlebt haben, haben meine Frau und mich verletzt. Ich danke den Bürgerinnen und Bürgern, die sich für unser Land engagieren. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bundespräsidialamt und allen anderen Behörden, die ich als exzellente Teams erlebt habe. Ich danke meiner Familie. Vor allem danke ich meiner Frau, die ich als eine überzeugende Repräsentantin eines menschlichen und eines modernen Deutschland wahrgenommen habe. Sie hat mir immer, gerade auch in den vergangenen Monaten und auch den Kindern, starken Rückhalt gegeben. Ich wünsche unserem Land von ganzem Herzen eine politische Kultur, in der die Menschen die Demokratie als unendlich wertvoll erkennen und sich vor allem, das ist mir das Wichtigste, gerne für die Demokratie engagiert einsetzen. Und ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern, denen ich mich vor allem verantwortlich fühle, eine gute Zukunft und schließe Sie alle dabei ausdrücklich mit ein. Vielen Dank. Stadtrat lehnt Erlass einer Informationsfreiheitssatzung ab. Die ALS-Fraktion Schwunger stellt einen Antrag auf einen Erlass der Informationsfreiheitssatzung. Dieser wurde abgelehnt. Auch ein Antrag auf eine Befristigung von 2 Jahren. Eine Informationsfreiheitssatzung ist ein Bürgerrecht zur öffentlichen Einsicht in Dokumente und Akten der öffentlichen Verwaltung. In diesem Rahmen können zum Beispiel Ämter und Behörden verpflichtet werden, ihre Akten und Vorgänge zu veröffentlichen, Öffentlichkeitsprinzip, bzw. für Bürger zugänglich zu gestalten. Verwaltungstransparenz und zu diesem Zweck verbindliche Qualitätsstandards für den Zugang zu definieren. Whitney Houston ist tot. Sie starb im Alter von 48 Jahren. Whitney Houston wurde am 11. Februar 2012 in Los Angeles tot in der Badewanne gefunden.
Die Todesursache ist aber noch unklar. In den US-Medien wird spekuliert, dass sie an verschreibungspflichtigen Medikamenten und Alkohol gestorben sei. Die Polizei fand neben der Badewanne Medikamentendosen. Schneechaos in Schongau. Die letzten Tage hat es fast nur geschneit in Bayern. Am Mittwoch gab es sogar eine Schneeverwehung. In Bayern passierten wegen dem Schnee auch viele Unfälle. Am Sonntag soll es dann wieder einigermaßen besser werden. Weiteres zum Wetter nach den Nachrichten. Zweites Jugendkonzert der Münchner Philharmoniker. Ich war live dort. Am 16.02.2012 war das Jugendkonzert der Münchner Philharmoniker. Das Konzert wurde von Malte Arkona moderiert. Eigentlich sollte der Solo-Pianist Radu Lupo bekommen, aber er konnte aus Gesundheitsbedingungen nicht spielen. Dafür kam ein anderer Pianist. Es wurden Lieder von Robert Schumann und Sergei Prokofjew gespielt. So schlimm war es eigentlich auch nicht, wie es meine Mama gedacht hat. Meine Mama hat gemeint, das ist so Kinderkram und so, aber ich fand es nicht so. Also ich finde es schon okay gewesen. Das waren die BKTV News. Jetzt schalten wir live nach Bad Bayersoien. Da steht Handschütz und ich sage auf Wiedersehen. Jetzt kommt das Wetter mit Handschütz. Am Sonntag schneit es bei Temperaturen bis zu 3 Grad. Montag schneit es morgens noch leicht. Aber mittags lässt sich die Sonne blicken bei Werten bis zu minus 2 Grad. Das war das Wetter, auf Wiedersehen.